Alexander Nuri fährt das vorerst letzte Mal vom Vereinsgelände. Das Aus für den Trainer beim SV Werder Bremen. Die Trennung erfolgte noch vor dem Training am Vormittag. Für die Verantwortlichen an der Weser war die 0:3 Heimpleite gegen Augsburg der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ja, wir haben die letzten Wochen ja schon eine Situation gehabt, wo wir mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein konnten. Gestern ja eine ganz, ganz schlechte Leistung gezeigt und wenn man alles zusammenfasst, sind wir zur Entscheidung gekommen, dass wir in der alten Konstellation ja nur sehr schwer aus der Situation uns befreien können und deswegen aus unserer Sicht ein neuer Impuls für die Mannschaft notwendig ist. Weiter geht es bei Bremen mit U23-Trainer Florian Kohfeldt. Der 35-Jährige war schon unter Viktor Skripnik im Trainerteam und genießt im Verein eine hohe Wertschätzung. Wir haben nicht viel Zeit bis zum Freitagsspiel in Frankfurt. Deswegen war es für uns jetzt eben auch wichtig, dass wir jemanden kennen, der die Mannschaft auch kennt. Kohfeldt eventuell eine dauerhafte Lösung für den Trainerposten bei Werder? Das lassen die Verantwortlichen noch offen. Und deswegen werden wir den Markt jetzt weiter sondieren und auch das eine oder andere Gespräch führen und dann eine Entscheidung treffen, ob Florian Kohfeldt die Mannschaft weiter betreuen wird oder ob wir eben einen externen Trainer holen werden. Lange sah es so aus, als würde man an der Weser den Gesetzen des Marktes trotzen. Spieler und Verantwortliche stärkten Nuri immer wieder den Rücken. Der Ex-Trainer zeigte sich heute bei seinem Abschied aus Bremen via Facebook auch dankbar. Bei Fans, Verein und Spielern. Gerne erinnert man sich an die Höhenflüge der letzten Rückrunde. Auch Frank Baumann, der als Geschäftsführer Sport ebenfalls in der Kritik steht. Ja, ich bin in der Verantwortung. Ich habe ja nur gesagt, dass es in den Gesprächen jetzt gestern Abend kein Thema war, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr selbstkritisch ist, ist, glaube ich, auch bekannt und dass wir uns natürlich auch ständig überprüfen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch nochmal betonen, dass auch jetzt für mich die Entscheidung, letztes Jahr Alex Nuri zum Cheftrainer zu machen, die absolut richtige war. Punkt. Ausrufezeichen. Alexander Nuri fährt das vorerst letzte Mal vom Vereinsgelände. Das Aus für den Trainer beim SV Werder Bremen. Die Trennung erfolgte noch vor dem Training am Vormittag. Für die Verantwortlichen an der Weser war die 0:3 Heimpleite gegen Augsburg der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ja, wir haben die letzten Wochen ja schon eine Situation gehabt, wo wir mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein konnten. Gestern ja eine ganz, ganz schlechte Leistung gezeigt und wenn man alles zusammenfasst, sind wir zur Entscheidung gekommen, dass wir in der alten Konstellation ja nur sehr schwer aus der Situation uns befreien können und deswegen aus unserer Sicht ein neuer Impuls für die Mannschaft notwendig ist. Weiter geht es bei Bremen mit U23-Trainer Florian Kohfeldt. Der 35-Jährige war schon unter Viktor Skripnik im Trainerteam und genießt im Verein eine hohe Wertschätzung. Wir haben nicht viel Zeit bis zum Freitagsspiel in Frankfurt. Deswegen war es für uns jetzt eben auch wichtig, dass wir jemanden kennen, der die Mannschaft auch kennt. Kohfeldt eventuell eine dauerhafte Lösung für den Trainerposten bei Werder? Das lassen die Verantwortlichen noch offen. Und deswegen werden wir den Markt jetzt weiter sondieren und auch das eine oder andere Gespräch führen und dann eine Entscheidung treffen, ob Florian Kohfeldt die Mannschaft weiter betreuen wird oder ob wir eben einen externen Trainer holen werden. Lange sah es so aus, als würde man an der Weser den Gesetzen des Marktes trotzen. Spieler und Verantwortliche stärkten Nuri immer wieder den Rücken. Der Ex-Trainer zeigte sich heute bei seinem Abschied aus Bremen via Facebook auch dankbar. Bei Fans, Verein und Spielern. Gerne erinnert man sich an die Höhenflüge der letzten Rückrunde. Auch Frank Baumann, der als Geschäftsführer Sport ebenfalls in der Kritik steht. Ja, ich bin in der Verantwortung. Ich habe ja nur gesagt, dass es in den Gesprächen jetzt gestern Abend kein Thema war, dass ich
ein Mensch bin, der sehr, sehr selbstkritisch ist, ist, glaube ich, auch bekannt und dass wir uns natürlich auch ständig überprüfen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch nochmal betonen, dass auch jetzt für mich die Entscheidung, letztes Jahr Alex Nuri zum Cheftrainer zu machen, die absolut richtige war. Punkt. Ausrufezeichen.